Seit 16:30 ist das Räumfahrzeug unterwegs. Jonas Schmidt vom Winterdienst in Ingolstadt versucht, dem gefährlichen Blitzeis zuvorzukommen, damit nichts Schlimmeres passiert. Er hat viel zu tun. Wir strahlen, wo es rausgeht, damit halt dann auch die Leute auch sicher in die Arbeit kommen. Doch nicht alle Autofahrer freuen sich über ihn und sein Streufahrzeug. Viele Verkehrsteilnehmer sehen einen Winterdienst eher als den großen Gegner in der früheren Berufsverkehr. Aber sie sollten eher das als gut sehen, weil wenn wir gefahren sind, ist dann auch meistens kein Eis oder kein Schnee mehr auf der Straße. Weil bei uns in der Feuerwehr heißt es immer ankommen statt umkommen. Mit einer Tour ist es längst nicht getan. Jonas Schmidt muss noch mal zurück zum Betriebshof. Er füllt selbst das Streusalz nach. Bis zu 8 Tonnen Salz und Streumittel passen in sein Fahrzeug. Vorgabe für diesen Morgen sind 25 bis 30 Gramm Salz pro Quadratmeter Straße. Und die sind auch bitter nötig. Und jetzt hat es, wie man sehen kann, vielleicht gerade zum Ringen angefangen. Man merkt es am Boden auch schon. Also es zirkt an. Und es ist damit zum Rechnen, dass halt Spiegel glatt wird. Für die Männer von der Straßenmeisterei räumt niemand die Strecke frei. Sie sind die Ersten, die unterwegs sein müssen. Sie sagen, ihr Job ist auch nicht ganz ungefährlich. Bei der zweiten Runde hat man dann schon die eine oder andere, sagen wir mal, in Anführungszeichen, brenzlige Situation gehabt, wo der Lastwagen auch zum Rutschen anfängt. Aber wie gesagt, wenn man vorausschauend fährt und die Grenzen der Technik kennt, dann ist das alles kein Problem nicht. Deswegen weiß Jonas Schmidt auch genau, worauf man bei Blitzeis unbedingt achten sollte. Einfach frühzeitig bremsen, nicht hektische Bewegungen, also keine hektischen Lenkbewegungen nicht machen, nicht zu fest bremsen, einfach vorausschauend fahren und dann, glaube ich, kommt da jeder sicher ans Ziel. Bislang ist heute alles nach Plan gelaufen. Die Schicht der Männer in ihren Streufahrzeugen wird noch ein paar Stunden dauern. So wie es ausschaut, werden sie auch in den kommenden Tagen gut zu tun haben. Thank you.